Die heutigen Themen: Der Ghost Rider ist zurück, Guy Martin neuer Rekord, Highlights und Ergebnisse der MotoGP und mehr. Gibt es ein Lebenszeichen vom Ghost Rider? Ein neues Video hier auf YouTube lässt das zumindest vermuten. Kennt ihr den Ghost Rider eigentlich noch? Bei dem Ghost Rider handelt es sich um einen Motorradfahrer, andere würden sagen einen Verrückten, der mit seiner Suzuki GSX-R mit 300 km/h+ durch den Stadtverkehr gefahren ist, das Ganze gefilmt und als DVD verkauft hat. Gern hat er dabei auch die Polizei geärgert, sich zuerst verfolgen lassen und sie dann abgehängt. Er hatte eine sehr große Fangemeinde und hat wohl auch viele Motorrad-YouTuber inspiriert, Videos online zu stellen. Wobei das, was der Ghost Rider herausbrachte, wirklich krank war. Vorausgesetzt, es war echt, nicht gestellt oder manipuliert. Fahren konnte er aber auf jeden Fall, das muss man ihm zugestehen, egal wie man findet, was er machte bzw. anscheinend wieder macht. Das neue Video ist auf dem Kanal Ghost Rider The Real One erschienen. In der Videobeschreibung steht nur die Frage: Who is this you think? Ghost Rider. In dem Kanal gibt es nur 3 Videos. Die beiden anderen sind 4 Jahre alt und Trailer für die letzte Ghost Rider DVD. Das und die kranke Fahrweise im Video sprechen dafür, dass das Material wirklich vom Ghost Rider stammen könnte. Dafür spricht auch, dass das Video auch auf der offiziellen Homepage ghostridermovie.net verlinkt ist. Auch Patrick von Fürstenhoff, der scheinbar der Ghost Rider sein soll, aber nie dafür belangt werden konnte, hat das Video auf seiner Facebook-Seite gepostet. Es wäre also wirklich möglich, dass eine neue DVD vom legendären Ghost Rider kommen wird. Eine Anfrage habe ich ihm schon geschickt. Mal sehen, wie die Antwort aussieht. Was haltet ihr davon? Kennt ihr den Ghost Rider überhaupt? Habt ihr ihn gefeiert oder verflucht? Links findet ihr in der Infobox. Triumph hat eine ganz spezielle Beziehung zu Geschwindigkeitsrekorde und da diese meist auf dem Salzsee bei Bonneville erzielt werden, haben sie auch ein Motorrad danach benannt. Hier geht's jetzt aber nicht um die neue Bonneville, denn die habe ich schon vor einiger Zeit vorgestellt. Triumph ist momentan wieder an den Salt Flats, um Rekorde zu brechen. Pilotiert wird der Rocket Streamliner von keinem geringeren als dem schrulligen Road Racer Guy Martin. Bereits in der Practice Week konnte Guy den bisherigen Rekord von Triumph schlagen. Dieser lag bei 245,667 Meilen in der Stunde. Es gab noch einen inoffiziellen Rekord, der bei 264 Meilen lag. Guy erreichte jetzt eine Geschwindigkeit von 274,2 Meilen. Damit hat er den 46-jährigen Triumph-Rekord gebrochen. Triumph hielt den offiziellen Rekord für das schnellste Motorrad von 1955 bis 1970. Momentan liegt der Rekord in der Klasse Streamlined Motorcycle bei 376,363 Meilen pro Stunde. Das entspricht 605,697 Kilometer in der Stunde. Guy Martin muss für einen wirklichen Rekord also noch etwas nachlegen. Das sieht ihr aber auch so. Wir bewegen uns in die richtige Richtung, aber es ist nur ein Schritt auf dem Weg, wegen dem wir hier sind. Mal sehen, was Triumph und Guy Martin noch erreichen werden. Glückwunsch aber schon mal zu dem Triumph-internen Rekord. Die European Bike Week am Farker See ist die größte Motorradparty des Kontinents. Eine Woche lang dauert das Event. Genau genommen vom 6. bis 11. September findet das Harley-Davidson-Treffen in Farg am See, unweit des Großglockners, statt. Der Eintritt ist frei und eingeladen ist jeder mit Benzin im Blut. Man muss also nicht mit einer Harley kommen. Tausende Motorradverrückte aus aller Welt werden dort sein und rund um den See feiern. Herzstück der Feier bildet die Zeltstadt Harley Village in Farg. Custom-Shows, Livebands, Probefahrten mit den neuesten Harley-Modellen und mehr wird es unter anderem dort geben. Erst einmal die gute Nachricht. Man hat sich endlich geeinigt und die MotoGP wird am Sachsenring bleiben. Moto3. Rossi ließ Fenati nicht starten, da er gegen die Regeln der Disziplin verstoßen hat. Fenati kam nach dem Quali stinksauer in die Box und konnte sich nicht zurückhalten. Mit dem 11. Platz war er scheinbar nicht zufrieden. Was er für ein Sturkopf sein kann, zeigt auch das Video vom Sachsenring 2015. Auch der Vertrag für die nächste Saison beim Sky Racing Team VR46 wird scheinbar zerrissen. Den Start konnte Binder noch für sich entscheiden. Am Ende gewann aber Mir vor Binder und Bastianini. Philipp Oettel wurde 5. Moto2. Marcel Schröter ging vom 4. Platz ins Rennen und kämpfte vom Anfang an vorn mit. Er konnte sogar ein paar Führungsmeter sammeln.
Nicht so gut lief es für Jonas Folger. Er startete vom 10. Platz, hatte aber einen Sturz. Das Rennen fuhr er zwar zu Ende, kam aber nur als 26. über die Ziellinie. Gecrashed ist auch Simone Corsi zusammen mit Zaya Rin. Sam Lowes hatte zwei Stürze. Der zweite wurde verursacht, da der Lenkerstummel rechts gebrochen ist und er dadurch das Vorderrad überbremst hat. Wahrscheinlich wurde der Lenkerstummel beim ersten Crash beschädigt. Gewonnen hat Sarko vor Morbidelli und Alex Rins. Im letzten Moment wurde Tom Lüthi noch auf den 4. Platz verwiesen. Marcel Schritter erreichte mit dem 5. Platz ein super Ergebnis. Sandro Cortese wurde 11. MotoGP. Marc Marquez stürzte in den Trainings. Er war zu spät auf der Bremse und Pedrosa kam gerade aus der Boxengasse und schnitt ihm die Auslaufzone ab. Er kugelte sich die Schulter aus, konnte aber zum Rennen antreten. Schlechter sah es für Jack Miller aus. Jackass stürzte im Warm-up und brach sich einen Rückenwirbel an. Aus diesem Grund musste er das Rennen ausfallen lassen. Den Start konnten die Ducatis für sich entscheiden. Einige hatten es besonders eilig und starteten zu früh. Deswegen mussten sie einmal durch die Boxengasse fahren. Cal Crutchlow und Stefan Bradl waren hier dabei. Die beiden Andreas waren mit ihren Ducatis sehr stark und machten den Sieg untereinander aus. Gewonnen hat Iannone vor Dovizioso und Lorenzo. Rossi wurde 4. und Marquez 5. Stefan Bradl kam als 19. durchs Ziel. Danke fürs Schauen. Gern dürft ihr das Video durch Klicken auf einen Daumen bewerten. Die Motorradnachrichten erscheinen jeden Montag und Freitag. Bis dann. Ciao.